So, liebe Leute, euer Van Bergen hier von MMOZone.de und herzlich willkommen zurück in Path of Exile. Und heute möchte ich euch ganz gerne mal ein wenig das Juwelensystem bzw. Edelsteinsystem vorstellen, wie es noch ein bisschen in der Tiefe funktioniert. Beim Einsteigerguide waren sicherlich noch eine ganze Menge Fragen offen. Wir sehen hier zum Beispiel meine Axt und diese Axt hat jetzt zwei Sockel. Es gibt ja verschiedene Items, wir gehen mal ganz kurz zum Vendor. Hello. Da können wir jetzt auch Items kaufen. Ihr seht, hier gibt es eine ganze Menge verschiedene Items mit verschiedenen Sockeln. Beispielsweise hier sehen wir es ganz schön. Hier haben wir ein blaues Item. Das hat einen blauen, einen grünen und noch einen grünen Sockel. Und der grüne und der blaue Sockel, diese beiden Sockel sind verlinkt. Ja, diese Verlinkung macht jetzt für mich als solches nicht so viel Sinn, weil ich eben keinen grünen oder blauen Support-Gem habe. Denn ihr müsst stets und ständig die Fähigkeiten, die ihr sockelt, die könnt ihr nur dann eben mit einem Support-Gem versehen, wenn eben eine Verlinkung besteht. Wir gehen jetzt ganz einmal Schritt für Schritt voran an und ich würde mal vorschlagen, wir fangen hier natürlich bei meiner Axt an, das ist ideal. Und zwar hat meine Axt zwei Sockel, zwei rote und eine Verlinkung. Im ersten Sockel befindet sich meine Fähigkeit Sweep, das habt ihr bereits verstanden, nehme ich an, wie das mit den Fähigkeiten funktioniert. Und als Support-Gem habe ich Life Gain on Hit. Dieser Life Gain on Hit ist also sprich bei jedem Schlag, den ich eben ausübe, bekomme ich Leben zurück. In dem Falle jetzt 14 Leben pro Schlag. Das funktioniert aber nur mit dieser Fähigkeit, weil nur der Support Gem mit dieser Fähigkeit verlinkt ist. Das seht ihr hier, diese Verlinkung in der Mitte. Das würde jetzt beispielsweise ohne Verlinkung nicht funktionieren. Und es würde jetzt auch bei keiner anderen Fähigkeit funktionieren. Ich habe ja noch andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel mein Auto-Hit, mein Cleave oder auch noch andere Fähigkeiten wie mein Heavy Strike. Bei all diesen Fähigkeiten funktioniert dieser Support-Gem, Life Gain on Hit, nicht, weil er eben nicht dort mit verlinkt ist. Und das ist eben genau der Punkt. Hier muss man darauf achten, dass man stets eine Verlinkung hat. Es gibt Items, die haben 5 Sockel und 5 Verlinkungen und idealerweise hat man dann alle seine Fähigkeiten dort drin, also sprich, bei mir wäre es dann 5-mal rot und ein Support-Gem und ich könnte alle diese Fähigkeiten eben mit diesem verlinken. Wäre natürlich perfekt, ideal und das Ultra-Sockel-Item sozusagen. Ich denke mal, das ist soweit klar. Wir können das mal ganz kurz ändern. Ich könnte jetzt hergehen und sagen, okay, ich will mir ganz gerne Life Gain on Hit, diesen Support Gem, nicht mehr mit Sweep verwenden, sondern vielleicht mit Cleave. Dann müsste ich jetzt den Cleave-Sockel, den ich hier drin habe, in meiner Brust, den nehme ich jetzt raus, setze hier jetzt Sweep ein. Ich verliere meine Fähigkeit also somit nicht und setze Cleave hier ein. Und somit würde ich jetzt an dem Falle jedes Mal Leben bekommen, wenn ich Cleave einsetze. Ich denke mal, das ist jetzt soweit klar. Ich möchte es ganz gerne so behalten, wie ich es habe, weil ich ziemlich häufig eben in größeren Gruppen mit meiner Fähigkeit Sweep arbeite, mit meinem Rundumschlag. Und so funktioniert das. Natürlich gibt es auch für verschiedene Items. Hier sehen wir zum Beispiel Bladed Mace. Das ist auch nicht, keine schlechte Idee, das euch mal noch zu zeigen bei einer Erweiterung. Ich mache es jetzt einfach. Ich gehe jetzt einfach mal einen Schritt zurück. Kauf das Item jetzt. Ich weiß nicht, was kostet mich das? Ein Orb auf Transmutation. Ich mache es jetzt für euch. Dann verliere ich zwar ein bisschen Geld, aber ist ja halb so wild. Jetzt gehen wir mal her. Jetzt habe ich hier Bladed Mace und das hat eine Verlinkung. Jetzt könnte ich aber hergehen bei Bladed Mace und könnte noch eine Verlinkung hinzufügen, wenn ich das richtige Sammel-Item habe. Und zwar, Sammel-Items gibt es hier, die habe ich hier schon angefangen zu sammeln. Und ich muss mal gerade schauen, ob ich eins habe, ob ich noch so eine Verlinkung habe. Natürlich jetzt blöd, wenn ich es nicht habe. Nee. Habe ich nicht, aber ich könnte kaufen, wenn ich denn genügend Kohle habe. So, nur um euch es mal zu zeigen, damit ihr es vielleicht versteht. Ich guck mal gerade und zwar haben wir es hier. Reforge the links between sockets on an item. Dafür brauche ich Jubilee's Orb. Und zwar brauche ich davon gleich 4 Stück. Ihr seht, ich bin so arm, ich hab's nicht. Also habe ich das gute Teil jetzt hier für umsonst gekauft. Wenn ich jetzt hergehe und hätte dieses Orb of Using. Ich habe jetzt noch nicht so viel Geld, sonst hätte ich euch besser zeigen können, aber es ist ja halb so wild. Ich kann es euch ja so erklären. Dann kann ich mir mit diesem Orb of Using, den kann ich dann rechtsklicken, benutzen und kann hier zwischen diesen beiden Sockeln, diesen beiden roten Sockeln, noch eine Verlinkung erzeugen, pack meinen Support Gem demnach hier rein in das obere und hier links packe ich Sweep rein und hier unten packe ich Cleave rein. Ich denke mal, das ist nachvollziehbar und richtig geil, weil dann habe ich zwei Fähigkeiten mit einem Support Gem versehen. Also,
Das ist das System, so funktioniert das, ohne jetzt das im Detail zu zeigen, gehe ich dann nochmal kurz rein, wir gehen mal kurz raus und ich lasse mich mal in der Welt kurz anschlagen, damit ihr seht, Live Gain und Hit, da müsst ihr dann ein bisschen auf meinen Lebensbalken achten, wie das funktioniert. Also gehen wir mal raus, bis gleich. So, da wären wir. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Ich lasse mich mal ganz kurz anschlagen. Hier sind schon ein paar Mobs. Und ich will euch jetzt zeigen, mit Q kann ich meine Fähigkeit ausüben. Ich muss jetzt ein bisschen Leben verlieren. So, wenn ich jetzt Leben verloren habe, kann ich, ihr seht, Life Gain on Hit. Mit jedem Hit kann ich jetzt wieder Leben dazu gewinnen, weil ich Sweep benutze. Jetzt gehen wir mal her. Töte ich den noch. Jetzt benutze ich mal gleich Cleave. Und da werdet ihr sehen, da bekomme ich kein Leben zurück bei jedem Schlag. Da lasse ich mich wieder ein bisschen anschlagen. Da sind sie schon, die Verrückten. Damit ich ein bisschen Leben verliere, da kommt noch ein Affe. Ja, dauert ein bisschen. Sie machen nicht wirklich viel Schaden an mir. Weil ich jetzt schon ein bisschen höher stufig bin. Ja, ich regeneriere mehr Leben, als ich verliere. Ah ja, okay, alles klar. Hier geht's ein bisschen schneller. Jetzt achten wir mal drauf, wenn ich jetzt nämlich Cleave benutze, bekomme ich kein Leben. Ihr seht, ich verliere weiterhin Leben. Macht zwar Schaden. Eng, hau ich mal einen Trank rein und bekomme kein Leben. Das können wir aber ganz kurz ändern. Na komm schon. So, jetzt gehen wir. Oh, da ist gleich ein schöner Stein. Den gleich mitnehmen. Jetzt gehen wir mal her. Jetzt ändere ich das Ganze mal. Jetzt nehmen wir Cleave raus, packen Cleave hier rein. Jetzt nehme ich Sweep und packe jetzt Cleave zu dem Support Game Live Gain on Hit. Jetzt suchen wir uns nur noch mal eine schöne Gruppe. Und dann funktioniert das Ganze eben mit diesen so drei Affen. Das ist ein bisschen wenig. Braucht schon ein bisschen mehr Action. Da ist ein Steingolem, alles klar. Da vorne sind noch ein paar Verrückte. So, okay. Das könnte funktionieren. Ja, schwer. Ich will gleich schön, auch schön sichtlich, ersichtlich machen, wie es funktioniert. Jetzt benutze ich gleich meinen Cleave auf der rechten Maustaste. Und bekomme Leben. Ihr seht? Jetzt funktioniert das. Okay, ich denke mal, das System ist klar. Ihr habt es verstanden. Natürlich auch für jede Klasse unterschiedlich. Ihr werdet andere Fähigkeiten mit eurem Shadow oder mit eurem Templar haben, ganz klar, als wie ich mit meinem Marauder. Und ihr müsst dann eben schauen, dass ihr die richtigen Verlinkungen habt, die richtigen Fähigkeiten. Ja gut, die richtigen Fähigkeiten nicht. Es gibt Support-Games für jegliche Art von Möglichkeiten, schneller, höher, weiter. Ihr könnt sogar Support-Games finden, die, sag ich mal, eure Drop-Chancen von ja, guten Items erhöhen, wenn ihr mit diesem Schlag Gegner tötet. Also, es gibt Unmengen an Support-Games, die habe ich euch im Text-Guide, der ja, inklusive diesem Video natürlich auf unserer Seite zu finden ist, noch reingeschrieben, eine Verlinkung, was es eben alles für Support-Games gibt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich euch den nächsten Guide zeige oder die nächste Vorstellung mache. Ich habe noch eine kleine Vorbereitung im Bereich, wie ihr mit anderen Spielern handelt, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, vielleicht für diejenigen, die ganz neu sind in Path of Exile. Also bis dann würde ich sagen, ciao, euer Bergi.